What's up? Was ist auf? Frage ich mein liebes Publikum. Das Motto der Sendung bleibt das gleiche wie in den letzten 249. Gags, Gags, Gags. Und zwei fantastische Gäste heute in der Sendung. Nur Frauen? Zwei Frauen? Endlich! Zwei fantastische, eloquente, charismatische Frauen in der Sendung. Eine Skispringerin und eine Moderatorin und Schriftstellerin. Tolle Frauen. Eine bisschen sprunghaft, aber insgesamt okay. Super Witz, unverständlich, warum das Publikum nicht mehr lacht. Zu uns kommen die großartige, seien Sie ruhig, die großartige Skispringerin, Silbermedaille in Sochi, Daniela Iraschko-Stolz. Ah! Sprunghaft, jetzt verstehe ich's auch. Ah, und dann, guter Witz. Man muss es jetzt im Kopf umdenken. Bislang war sie die beste Moderatorin im deutschen Fernsehen. Jetzt ist sie auch die beste Schriftstellerin. Die großartige Katrin Bauerfeind kommt zu. Yes. Zum zweiten Mal bei uns in der Sendung. Neuem Buch. Wir freuen uns sehr. Und auch heute, meine Damen und Herren, auch heute werden wir begleitet von einer Band. Sie sind, ja, lassen Sie es mich mal brutal und politisch nicht korrekt sagen. Sie sind ein Russenkonglomerat. Sie heißen Ruskaya, hier sind Sie. Hurra! Ja. Dankeschön. Ja, danke sehr. Wir wollen aber tolles Publikum, ja. Sehr, sehr gut aussehendes Publikum, progressives Publikum, genauso gefällt mir das. Aber wir wollen gar nicht so sehr jetzt Jubiläumsgedanken aufkommen lassen, Stermann. Du weißt, die 250. Sendung ist zwar wichtig, aber die 251. ist genauso wichtig, ja. Oder? Deswegen durch, Augen zu und durch. Ja. Kein Grund für gute Laune, obwohl eigentlich doch. Wir hatten einen schönen hohen politischen Besuch in Österreich. Shimon Peres war in Österreich, ist heute, glaube ich, abgefahren. Der älteste Staatschef der Welt. 90, oder? Der israelische Staatschef Shimon Peres war in Österreich. Er ist 90, wurde empfangen vom jüngsten Außenminister der Welt, Bastl Kurz. Na, das war ein Gipfeltreffen der Generationen. Ne? Der 90-Jährige trifft den 27-Jährigen. Wir haben hier ein Foto, als Herr Kurz Herrn Peres vom Flughafen abgeholt hat. Ich habe gefragt, ob Sie einen guten Flug hatten. Guten Flug! Aber es ist doch schön, dass Shimon Peres überhaupt kommt nach Österreich. Ja. Nach dem Saga von Andreas Mölzer. Ja, der Graue. Andreas, ja, der graue Star der FPÖ. Andreas Mölzer, haben Sie vielleicht mitbekommen, hat ja eine Rede gehalten, die zu ein bisschen Aufruhr geführt hat. Er hat in dieser Rede hat er verglichen die EU mit einem Negerkonglomerat und er verglich die EU mit Nazi-Deutschland. Das mit dem Negerkonglomerat, das hat man ihm schon zugetraut, aber das mit Nazi-Deutschland war schon verwirrend. Die FPÖ vergleicht die EU mit Nazi-Deutschland? Heißt das, sie sind jetzt doch für die EU? Ich hab's nicht ganz verstanden. Gut. Ha? Das war gut. Politisch brisant. Nazi-Deutschland. Applaudiere ich dir. Der Übergang fällt mir jetzt auch schwer zu Ewald Stadler. Warum? Der Ewald Stadler ist wieder da. Kandidiert für das EU-Parlament mit den Rekos, der Ewald Stadler. Ne? Und eine neue Pressekonferenz von den Rekos war da. Und bei dieser Pressekonferenz von den Rekos, angeführt von Parteichef Stadler, bei dieser Pressekonferenz sah man auch zum ersten Mal das Logo der Rekos. Das fand ich sehr interessant. Das sieht sehr nach Mittelalter aus. Ja, ein Schild, oder? Entschuldige, Stadler. Ich meine, das sieht echt nach Lanze und Laute aus, ne? Oder? Ritter der Kokosnuss. Ja, sowas, genau. Die Ritter der Kokosnuss. Ja, aber das finde ich ein sehr martialisches Logo, meiner Meinung nach. Obwohl ich ja, da muss ich wirklich sagen, glaube, dass die Mitglieder von den Rekos relativ friedfertig sind, oder? Aber Politik ist Krieg. Aha. Oh, das wusste ich nicht. Das ist der neue Slogan von Rekos. Aber ist das Politik so ist Krieg. Politik ist Krieg. Also wenn es so ist, dass Politik Krieg ist, dann hat Hans-Peter Martin zum Beispiel den Krieg verloren. Hans-Peter Martin ist so wie der Ewald Stadler, nur zwei Oktaven höher. Ja, genau. Der Hans-Peter Martin! Hans-Peter Martin, unser österreichischer Recher in Brüssel. Hans-Peter Martin hat angekündigt, er wird nicht mehr antreten zur EU-Wahl. Er hat gesagt, er möchte sich von seiner mehr um seine Familie kümmern. Die Familie hat daraufhin sofort die Koffer gepackt und das Land verlassen. Schade, dass er nicht mehr da ist, der Hans-Peter Martin. Ja. Er war lustig, oder? Ja. Für mich ein Clown der Politik. Leider ist er nicht mehr da, weil das politische Leben ist ja eh so öd, gerade in Österreich, oder? Die Reden im Nationalrat werden immer langweiliger. Ich schaue hier immer Hohes Haus, es wird immer öder. Schauen wir mal kurz rein, wer jetzt gerade spricht.
Das ist halt schon einmal mit einer Mehrheit geregelt worden. Weil wenn das ein Minderheitsrecht wäre, na ja, dann täte man auf den Sankt-Nimmerleins-Tag warten. Herr Lopatzka, aufwachen! Ich meine, das ist ja wohl, das gehört sich nicht. How low can a Patka go? Hm. Einfach einzuschlafen während einer Rede. Dabei oder? Ist es eh so gut im Parlament oft. Was ist gut? Ja, viele tolle Dinge machen. Ja, es gibt teilweise okay Errungenschaften. Ich meine, das ist schon ein bisschen peinlich. Die einzige Errungenschaft jetzt, was ich mitbekommen habe, gratis Zahnspange. Dürftig, oder? Ich meine, damit hat sich Gesundheitsminister Stöger einen Kindheitstraum erfüllt. Das ist doch toll. Gratis Zahnspange. Ich würde mir wünschen, dass es das in meiner Kindheit schon gegeben hätte. Diese Zähne könnten gerade sein. Wäre Stöger ein Deutscher gewesen. Weiß das schrecklich, geh weg. Sowas würde in dänischen Zoos sofort geschlachtet werden. Aber ist eine gute Nachricht. Eine gute Nachricht, so kurz vor Ostern, für die vielen Kinder. Ostern ist sowieso das, mein Lieblingsfest in Bayern. Ja, mein Lieblingschristenfest. Ich finde das eigentlich das Erbaulichste. Eier. Ja, nicht nur die Eier. Ich finde auch es aus religiöser Motivation heraus total schön. Und ich finde es wirklich erbaulich. Also ich surfe da auch viel im Netz und suche irgendwelche religiösen neuen Tipps auch, wie ich Ostern begehen kann. Und da habe ich jetzt im Netz etwas ganz Schönes gefunden. Und zwar ein Mönch, ein Franziskanermönch aus Tirol. Er ist dort in Telfs in einem Kloster. Ja. Und dieser Mann, den gibt es tatsächlich, der macht kleine, erbauliche, religiöse Filme und versucht uns allen, uns der Christenheit, aber auch den Moslems, uns allen das Christentum ein bisschen näher zu bringen. Schauen Sie sich das bitte mal an. Leider war es nicht so gut wie ein Porno, klagt John Martello seinem Freund. Er berichtet, wie er mit seiner Freundin Barbara geschlafen hat und sie konnte ihm nicht das bieten, was er von Frauen in Pornos gesehen hat. Ich kenne Details von diesem Film aus einer Ö1-Radio-Morgenjournal-Filmkritik. Ich denke dabei an meine Jugendzeit in den 1980er Jahren. Wie ich zusammen mit Gleichaltrigen in Pornoheften geblättert habe, wir haben das geheim getan. Wohl auch, weil wir gespürt haben, da stimmt was nicht mit Porno. Pornografie ist für mich ein Irrweg von Sexualität, der auf Dauer ganz sicher nicht glücklich macht. Und ich denke dabei auch an die Bibel, die von Irrformen der Sexualität spricht und sie Unzucht nennt. Unzucht heißt übersetzt Porno. Ja, Porno. Porno. Ja. Ist es nicht lässig? Vor allem, was lernen wir? Wir hören viel zu selten Ö1. Ja. Es gibt offensichtlich das Genre Ö1-Porno. Ja. Wusste ich nicht. Und wir lernen natürlich, dass es wirklich ein absolutes Teufelszeug ist. Deswegen machen Sie bitte mit bei unserer Aktion. Gemeinsam mit Bruder René haben wir die gestartet. Klares Nein zu Porno. Ah.